Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir packen für euch heute einmal das Asus MemoPad HD 7 aus. So, erst einmal holen wir das gute Stück aus dieser Verpackungsfolie heraus, damit wir erst einmal die Verpackung begutachten können, würde ich sagen. So, das geht hier ziemlich schnell und flott. Zack, da ist die Folie weg. So, auf der Vorderseite sehen wir ganz typisch Herstellername, Produktname und natürlich das Produktbild. Passt. Auf der linken Seite haben wir einfach ein leeres Feld, also nichts Besonderes. Auf der rechten Seite haben wir stattdessen einmal die Produktfarbe, unten nochmal den Herstellername und auf der oberen Seite nochmal Hersteller und Produktname. Auf der Rückseite hingegen sehen wir noch weniger. Und zwar gibt es hier weder ein benutzerfreundliches Inhaltsverzeichnis über Produktdetails, über die Hardware. Hier gibt es eigentlich nur so ein paar rechtliche Hinweise, ein QR-Code, den man einscannen kann. Die Anschrift, Zertifikate und ja, hier noch Barcodes. Das Einzigste, was hier ziemlich versteckt ist, ist hier unten. Und zwar sieht man hier ein bisschen die Hardware-Details, aber man als Benutzer, als Kunde, kann jetzt nicht direkt alles entziffern, zum Beispiel was jetzt MTK 8125 bedeutet. Das wirft doch eher Rätsel auf. Dass das 1 GB RAM ist, ist für den einen oder anderen jetzt auch nicht sofort zu erkennen. Aber macht ja nichts. Wir schauen uns jetzt mal den Inhalt der Verpackung an. Ja. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie wir das gute Stück hier aufmachen. Einfach hier oben. Ja, so schnell geht das. Ach, einfach oben dran ziehen. Sehr nett. So, ja, hier haben wir dann unser Asus Memo Pad HD 7. Ich würde sagen, wir holen das erstmal raus, indem wir das hier so leicht nach vorne kippen. So. Ja, ziemlich gut verpackt. Wieder in einer Schutzfolie, damit es nochmal geschützt wird. Und ja, ziemlich handlich dieses Memo-Pad. Ja, nicht schlecht. Das Memo-Pad schauen wir uns dann im Review an. Deswegen legen wir das gute Tablet erst einmal wieder beiseite und schauen, was noch so im Lieferumfang enthalten ist. Wir sehen es hier schon, eine kleine Anleitung, nein, eine Garantiekarte, aha. Okay. Ja, also hier können wir direkt unsere Garantie in Anspruch nehmen. Schön, Einschränkung der Garantie und so weiter und so fort. Ja. Ein kleines Garantiebuch und oh, ein Benutzerhandbuch mit ja ein paar Seiten. Oh mein Gott, das wird ja auch immer seltener. Ja, wir sehen halt hier Verpackungsinhalt, wie man einen Akku auflädt, wo man das Gerät nicht benutzen sollte. Ja. Wie man die ganzen Tasten bedient. Ja, ist halt so ein kleiner Quick Start Guide. Nur als Benutzerhandbuch gemacht. Ja. Ja, also nichts Besonderes. Anhang und natürlich hier wieder die ganzen rechtlichen Sachen, die Kennzeichen, also. Ja, die Zertifizierung und so weiter und so fort, wie man das entsorgen sollte. Ja, bliblablub. Das war's schon zum Benutzerhandbuch. Ja, hier haben wir unseren Stromadapter.
eigentlich ziemlich simpel. Man steckt den an eine gebräuchliche Steckdose und steckt dann hier sein USB-Kabel rein. Und damit kann man dann das Tablet aufladen. Vorher sollte man natürlich hier Micro-USB an das Tablet anschließen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns nochmal hier die Länge des USB-Kabels an. Ich denke mal so 15 bis 20 Zentimeter. Ich weiß jetzt gerade auch nicht die genauen Angaben, aber das sollte doch eigentlich hinhauen. Also jetzt kein ultralanges USB-Kabel. Ihr seht es hier. Ja, um die 30 bis 40 Zentimeter. Nein, sogar etwas länger. Ihr seht es zwar nicht ganz so gut, aber es könnte sogar ein halber Meter sein, wenn ich mich nicht irre. Was haben wir denn noch Tolles drin? Ja, ein Halter, okay. Ja, ist ja mal eine geile Sache. Ich dachte jetzt erst, das ist hier so ein Halter für das Teil oder so, einfach nur so, um das hier mitzuliefern. Aber darauf kann man ja sein Tablet stellen. Ah, Tablet-Halter. Cool. Da hat man sich mal was einfallen lassen. Richtig geil. Ja. Spart mal gleich mal 10 bis 20 Euro. Perfekt. Was will man mehr? Was will man mehr, Freunde? Passt. Ja. Wackeln tut's auch nicht. Hier nach vorne, man kann es jetzt nicht beliebig einstellen, also man sollte es schon so lassen. Aber hier so ein bisschen drauf rumwischen, da passiert nichts. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. So, haben wir noch irgendwas Tolles? Sieht nicht so aus. Ja, das war's, Freunde. Das war's. Oder? Wir machen mal am besten alles rausnehmen. Nicht, dass sie hier noch irgendwas Tolles versteckt haben. Ja, hier haben wir noch so ein kleines Bild für den Tablet-Halter. Falls man nicht weiß, wie man das bedienen sollte. Also ist jetzt nicht so kompliziert. Aber das war's schon, Freunde. Kopfhörer fehlen. Aber dafür hat man mal einen Tablet-Halter. Mit dem Lieferumfang ist mal was anderes. Mal eine nette Idee. Gibt's ja. Meiner Meinung nach habe ich das noch nie gesehen. Ich hab's, ja, noch nie bei irgendwem anders gesehen, dass es im Lieferumfang enthalten ist. Und vor allen Dingen für so ein günstiges Gerät ist es doch mal eine nette Sache. Und ja, Freunde, das war's schon wieder mit dem Unboxing. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. So sei die Technik, dein Team für Technik.